Geht man in unseren Garten, dann sieht man sie vereinzelt stehen. Sie sind keine Schönheiten, eher langweilig. Im Frühjahr stellt man sie ins Freie zu den anderen Pflanzen und ja, da stehen sie, regungslos. Und man hat das Gefühl, dass sich am Aussehen der Kakteen über Monate nichts ändert. Echinopsis irisii, so heißt dieser Kaktus, und wurde 2010 zum Kaktus des Jahres gewählt. Im deutschsprachigen Raum heißt er schlicht und einfach Bauernkaktus. Im Sommer blüht es in jeder Ecke. Bienen suchen Nektar und unser Hausfrosch sucht lautstark eine Partnerin. Das Rotschwänzchen, das hat schon 4 prächtige Junge, die früh lernen, ihr Nest sauber zu halten. Zwischen den Tomaten hat eine Kreuzspinne ihr Netz gespannt und saugt genüsslich ihre Beute aus. Ja, es ist einiges los hier in unserem Garten. Und was machen unsere Bauernkakteen? Unverändert stehen sie da, so wie ich sie vor Monaten hingestellt hatte. Die Tage werden immer wärmer und die Nächte auch. Und jetzt endlich regt sich etwas. Auf diesen Augenblick warten wir jedes Jahr. Zuerst melden sich kleine Wollknäulchen, die dann in 2 bis 3 Tagen sich zu 15 cm langen Trieben entwickeln. Eines Abends, da hat der Echinopsis irisii seinen Auftritt.
maximal 48 Stunden kann man sich an den Blüten erfreuen. So viel Zeit bleibt auch nur den nektarsuchenden Insekten. Die Blütenpracht ist vorbei und nach seinem starken Auftritt stellt sich die Frage, ist der Bauernkaktus wirklich ein Langweiler in unserem Garten?